Herzlich willkommen zum zweiten Teil des heutigen Twitch-Abends. Wir spielen Risen. Wir sind in der Hafenstadt. Wir haben unsere eigene Waffe geschmiedet. Wir haben Stärke gelevelt. Wir können den Druidenstab führen. Ich brauche Zwiebeln. Ich brauche Zwiebeln. Ganz, ganz viele Zwiebeln. Und ich werde mal schauen, ob der gute Bauersmann dort oben, der Landwirt, ob er was für uns hat. Wir haben auch Tränke gekauft, auch Tränke gebraut. Wir sind echt gut vorbereitet jetzt. Und apropos, ausrüsten wir auch nicht schlecht, ne? Mädel, so, was denn? So gefällt es mir gut. So, wir gehen jetzt Zwiebeln kaufen. Mit ein bisschen Glück können wir doch bald einen Eintopf kochen. Ja. Hallo. Ich brauche Zwiebeln und vielleicht auch noch mal eine Partie. Lass mal deine Waren sehen. Kartoffeln. Ja, hier, ne? Also Zwiebeln hat er. Zwei Zwiebeln. Mehr nicht. Ja, und die Kartoffeln nehmen wir auch alle dazu. Ja. Von Eiern weiß ich nichts. Also so ein richtiges Omelette oder so machen, von dem weiß ich nichts. Du kannst hier Spitzhacke, Schaufel, da kannst eins haben, da kannst zwei haben. Da eine Mistgabel geht auch. Haben wir noch irgendwas, was du brauchen könntest? Ich gebe dir... Na. Keine Ahnung. Ah, das zahlen wir so noch. Jetzt sind wir voll pleite fast. Passt. Beenden. Lass mich deine Waren sehen. Lass mal deine Waren sehen. Er müsste jetzt wieder Zwiebeln haben. Er hat keine Zwiebeln? Du Schuft? Er hat keine Zwiebeln. Du Schuft? Wachsen da Zwiebeln? Nein, aber eine Mana-Wurzel. Ich hätte gern Zwiebeln. Hast du Zwiebeln? Ist was? Ja, Zwiebeln. Ich brauche Zwiebeln. Ich will nicht fragen, hast du Zwiebeln? Lass uns handeln. Nein, ich könnte ihn eine Zwiebeln. Er selber hat nichts. Was ist das? Goldschmiedezange. Haben wir sowas schon? Ja. Tada! Genauso wie den Hammer und den anderen Hammer. Das ist ja der Hammer. So, weg da. Gut, dann tun wir uns wieder porten. Zurück zu dem Duru. Osttempel, Ostküste, da müssen wir hin. Gott sei Dank haben wir die Ex-Menschen besiegen können. Eine Beere, die nehmen wir gern mit. Da haben sie gleich mal ein Schaf, glaube ich, aufgehängt. Oder ein Schweindel. Ist, glaube ich, ein Schweindel. Nachdem, wie es riecht, ist es ein Schweindel. Na, ist ja alles frisch. Die Fliegen sind, die Fliegen dienen dazu, das Ganze frisch zu halten. Ja. Ein Stück Brot, ein kleiner Mana-Trank und ein paar Goldmünzen nehmen wir mit. Das sind bestimmt ihre Ersparnisse, aber das macht nichts. Wie gesagt, hier draußen kann sie es eigentlich nicht brauchen. Was hast du zu verkaufen? Na. Na, Hundi? Alles gut? Ich glaube schon. Gut, dann hatschen wir dort wieder rauf. Entschuldigung für diesen... Für diese Umstände, sage ich mal. Aber immerhin, wir haben Zwiebeln. Und jetzt können wir hier auch was looten. Und mitnehmen. Jetzt sind keine Echsenmenschen mehr im Weg. Ja, jetzt wäre es auch gar nicht mal so dumm, die ganzen Echsenmenschen auch zu besiegen, ne? Hoffen wir mal, dass unser Schwertelein... Mir juckt es gerade am Finger. Da hat mir die Gänse gestochen. Ich hoffe nur, dass wir... Wenn wir dann alleine sind, gegen diese Echsenmenschen noch anstinken können, das wäre mir wirklich sehr recht. Aber sie schauen nicht so schwierig aus. Also da war der Echsenpriester, war da viel anstrengender, muss ich schon sagen. Wenn ich da runterfall, bin ich hin wahrscheinlich, ne? Dann gehen wir halt den Weg entlang. Hui! Ja, schön abrollen. Vorbildlich. Vorbildlich, wirklich. Wirklich vorbildlich. 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 Hallo. Au. Ja, fängt schon wieder gut an, ne? So. Nehmen wir mit. Da drüben sind noch ein paar Schweindeln. Ah, die hopp. Au.
Kandarisches Schweindel, du. Sag. Ja, ja, schon gut. Ja. Was? Beide hin? Wie ist denn das jetzt passiert? Das muss ein Unfall gewesen sein. Das war ganz bestimmt ein Unfall. Ja. Tragisch. Einfach nur tragisch. Da drüben ist noch ein Pflanzeli. Ein hübsches Pflanzeli. Und da ist Käferlein. Na, du willst mich stechen? Schäm dich, Mistvieh. Boah, jawohl, der hat gesessen. Was? Sauber. Sauber gemacht. Da ist, glaube ich, nichts. Na, können wir getrost dorthin zurück. Also, und da versuchen das Rätsel mit dieser Barriere zu lösen. Aber ich meinen Tun tut, dass das mit dem Druidenstab zusammenhängt. Gut, das heißt, wir speichern wieder. Das haben wir uns jetzt verdient. Boah, da habe ich schon Angst, dass ich nicht speichern will. Gut. Und wir ziehen unsere... Also wir bohren uns mal kurz den Druidenstab aus. So. Wie ging das eigentlich oder nicht? Ist das Verkehr gewesen? Hm. Moment mal. Ich dachte, es wäre der Druidenstab. Na. Da war das verkehrt. Schande. Ich würde den Magier fragen. Ich bin ein Depp. Ich glaube, der Magier. Aha. Ja. Ich glaube, der Magier ist das Rätsels Lösung. Dieser Kürs. Der kann, glaube ich, diese Barriere durchbrechen. Zumindest meine ich, bekomme dann irgendwas, damit uns das Brechen dieser Barrieren leichter fallen tut. Mal später, glaube ich, war das. Ach, ich bin verwirrt. Wieder mal. Hallo, wir haben ein Problem, Schnucki. Hast du Eldrick gefunden? Nein, noch nicht. Dann such weiter. Wir müssen ihn finden. Was, echt? Okay. Das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Ja, wie bei Team Rocket. Bei Pokémon. Ja. Da ist Kraut. Das nehmen wir jetzt mal als Trostpflaster mit. Da geht's nicht rein, ne? Nein. Das war mein anderer Gedanke, dass ein anderer Weg reinführt. Aber ich glaube schon, dass es ging, dass man da vorne rein musste. Meine Güte. So vergesslich. Ja. So vergesslich. Ich habe sogar, glaube ich, schon mal mit der Nautilus probiert. Und weiß gar nicht mehr, ob es nicht gar mit der ging. Die Fackel wäre auch nicht schlecht. Look, boah, jetzt auf einmal schön hell geworden. Schande, wie ging denn das? Na, nicht fallen lassen. Ich brauche die noch. Jetzt stehe ich wieder an, ne? Wie der größte Depp. Ich dachte, mit dem Druidenstab könne man die Barriere brechen. Oder ich muss tatsächlich zum Inquisitor zurück und ihm Bericht erstatten. Das könnte natürlich jetzt auch der Fall sein. Warte mal. Alles. Namenlose Gräber. Ach warte, gibt es hier vielleicht dann... Na. Banditenlager. Welt. Erbe des großen Piraten. Kristallscheiben. Da, keine Spur von Eldrick.
Wir müssen ihn suchen. Jasmin und so. Nur folgen. Ja, schön. Bart. Hä, Bart hat noch was? Warum? Haben die beiden noch was? Ist das Mus? Für später? Scordo. Me? Me. Schande. Ich probiere es mal beim Inquisitor. Aber ich glaube, das war auch verkehrt. Aber irgendwo muss ich doch anfangen. Meine Güte, das habe ich komplett vergessen. Ich weiß aber, dass ich mich dann an die Stirn klatschen musste. Warte mal. Witz erzählen, Telekinese, Levitation, schwache Magie, so, Nautilus, Eile. Na, das hilft mir alles nichts. Ich probiere es mit der Vulkanfestung. Ich wäre im Banditenlager. Servus. Jetzt ist nicht die Zeit zu reden. Jetzt Scheiße. Nicht. Das war auch für die Fisch. Da ist jetzt auch verkehrt wahrscheinlich, ne? Also hier besser. Super. Das ist echt super, ich weiß es nicht mehr. Was habe ich angestellt? Ein magisches Kraftfeld. Vielleicht kann Cyrus mir helfen. Ich muss das mit der linken Maustaste anklicken. Und jetzt muss ich zum Magier zurück. So ist das. So ist das. Ja, laufen in die Wand. Bitter. Das ist gerade bitter. Zipfelklatscher. Du. Ich habe eine magische Barriere gefunden. Ich habe eine magische Barriere gefunden. Das muss ich mir genauer anschauen. Zeig sie mir. Komm mit. Komm mit. Mache ich. So. Komm da, Kasperl. Super. Ja. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte, tralli, tralla. So ein Schmarrn, ach wie wunderbar. Hat gerade Sprint eingesetzt, glaube ich. So, bitte, was ist das, Herr Doktor? Da. Da? Da? Ein magisches Kraftfeld. Ja, okay, dann mit ihm halt reden. Du musst mir helfen, diese Barriere zu öffnen. Du musst mir helfen, diese Barriere zu öffnen. Gut, dann lass mich mal sehen. Vielleicht kann ich... Lass mich mal sehen. Entschuldigung. Ja, das habe ich auch schon probiert. Das prickelt so beim Finger. Und jetzt? Nun ja, das ist eine magische Barriere. Kannst du sie öffnen? Das kannst du selbst. Es gibt einen Zauber dafür. Hier, ich habe ein paar Schriftrollen dabei. Danke, dreimal magisches Kraftfeld zerstören erhalten. Boah, schön. Na dann,
Ah, das da. Und? Ah, ich muss noch einen Knopf drücken. Okay. Also, die linke Maustaste. Passt, sind wir durch. Schön. Ich zücke gleich mal meine Waffe. Ich glaube, da wird es gerade Echsenmenschen. Das ist ja nicht der Ernst. Ja, natürlich ist das sein Ernst. Hallo. Aufgepasst, es geht los. Zack. Au, zweimal aufs Maul. Ja, ja, ja. Jawohl. Zack. Zack. Jawohl. Wow. Jawohl. Boah, der hat gesessen. Sauber. Hey, ich will den mieten. Ich will den behalten. Der macht das echt gut. Der macht das gut. Und ich werde auch gleich ein Tränklein trinken und eine Fackel benutzen. So. Hier lang oder da lang. Ah, da grummelt mich schon was an. Hallo. Hallo. Es geht los. Ja, ja, es geht los. Zack. Au. Saufähige Ländchen. Jawohl. Ja, so ist es gut. Ja, du sagst es, so ist es gut. Her mit der Fackel. Dann schauen wir hier mal nach. Aha, Bettchen. Die Echsenmenschen schlafen auf einem Steinbett ohne Matratzen. Die Ausrede, dass sie Warmblütler, also dass sie Kaltblütler sind, das zählt jetzt nicht, ne? Weil der Stein hier ist kalt. Könnte aber ein magischer Stein sein. Vielleicht so ein Vulkanstein, so auf die Art, huh? Eine Karte. Eine Karte des Echsengefängnisses. Was? Schwache magische Heilung kriegen wir da. Nautilus-Verwandlung und Echsenschwert. Ein Zweihänder. Aha. Ein paar Goldmünzen auch noch. Echsenschwert. Gold. Mhm. Oh. Na, liegst du kamott. Okay, da ist niemand mehr. Außer eine Truhe, eine weitere. Jetzt war ich so angespannt, ne? Ja, fahren. Natürlich ist sie falsch. Ja. Abgebrochen. Ja, natürlich. Wer sagt's denn? Ich werde bald keine Dietriche mehr haben, wenn ich so weitermache. Telekinese, zwei Heiltränke und ein paar bisschen Münzen tun. Das sein. Ja. Aber nur ein paar Münzen. Jetzt muss ich echt mal nachschauen, wie viele Dietriche wir noch haben. 11. Okay. Ja, bei der nächstbesten Gelegenheit Dietriche kaufen. Hier ist auch noch was. Ein Lagerraum, glaube ich. Schaut zumindest so komisch aus wie ein Lagerraum. Einmal Grünblatt. Was hätten wir hier noch? Nix. Okay, ist einfach nur komisch, mehr nicht. Gut, dann gehen wir da wieder raus. Raus, musst du, raus. So. Dann würde ich sagen, die Richtung. Die Falle wird hier wohl hoffentlich nicht sein. Oh, ein Echsenmensch, wer hätte das denn gedacht? Zack. Zack, jawohl. Sauber. Boah, ich will den echt mieten. Solche Helferleins kann man immer brauchen. Hallo? Das ist aber, glaube ich, jetzt ungesund, hä? Da muss mit der Nautilus... Nautilus, genau. Mit... Wohl passt, glaube ich, Nautilus, ne? Mit der musst du hier durch. Na, Fisch. Machen wir später. Ich will zuerst noch darüber.
wenn der schon uns begleiten tut. Komm mit. Brav. Will ich zuerst noch da runter. Und speichern wäre auch mal nicht schlecht. Für den Fall, dass wir mal in eine Falle steigen, treten tun. Ich werde hier hin speichern. Ja. Schaut schon wieder so fallenmäßig aus. Oh mein Gott. Da ist ja alles voll mit diesen Viechern. Drei. Drei, verstehst? Drei. Wupp, 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 wupp. Level aufgestiegen. Super. Super. Au. Boah, ich bin gleich hin. Muss was saufen einmal. Sauber. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier auf einen weiteren Echsenpriester treffen werden. Aber dieses Mal sind wir nicht alleine. Gott sei Dank, diesmal sind wir nicht allein. Wo ist meine Fackel? Ich hätte gerne meine Fackel wieder. Das waren jetzt drei von diesen Deppen, ne? Großartig. Ich bin ja auch so vorsichtig. Da speichern wir hin und dann gehen wir weiter. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Links, rechts, geradeaus. Ich würde zuerst gern darüber. Da sind immerhin zwei. Da drüben geht's weiter. Wie? Schon hin? Kann ja nicht sein, dass der schon hin ist. Oh, das sind zwei. Au. Zack. Au. Boah, der ist weggeflogen. Der hat einen Freiflug bekommen. Jawohl. Jupp, bist du. Gratuliere. So, die Fackel ist schon aus. Nehmen wir die nächste. So. Darüber geht's auch. Ah, ich glaube von da drüben. Ah, na, okay. Ich bin mir nicht sicher, mit Levitieren kommen wir da nicht drüber. Gar keine Chance. Da sinkt man zu schnell ab. Mit Sprint und drüber hüpfen weiß ich auch nicht so recht. Oh, da geht's weiter. Hallo. Aufgepasst, es geht los. Zack, zack, zack. Ich merke gerade, ich bin verwundert. Oh mein Gott, ich bin verwundert. Trink mal was. Ups. So, ups. Mal auf den Schock schnell was trinken. So. Scheibe. Nicht gesperrt. Ganz schlecht. Es geht los. Ja, der erste ist erledigt, ne? Oh. Au. Was die Damage machen, ne? Und da drinnen müsste ja auch nochmal noch einer sein. Da kommt er schon. Jawohl. Ja, ja. Jawohl. Passt. So ist super. Merken, da drüben aufpassen. Mal was trinken, Prost. So, jetzt ist schon besser. Ach, schlimm. So, her mit dem Zeug. Und speichern, richtig. So. Fortsetzen. Aha, schon wieder die Fackel aus, ist logisch. Das Gemeine ist, dass man diese Steinbettchen nicht nutzen darf, ne? Ja, nochmal von vorn. Und nochmal von vorne. Na also.
Ach, richtig. Illusion erschaffen, großen Mana-Trank und ein paar Goldmünzen. Super. Immer eine Erleichterung, wenn das klappt. Trotzdem weiß ich nicht, was schlauer ist. Zuerst darüber, dann darüber. Ich denke schon, ne? Zuerst darauf und dann darüber und dann hin und zurück. Hin und zurück. Lalilalila. Wohnt hier jemand? Nein. Aber eine schwere Truhe ist hier, die sich gar nicht so schwer öffnen lässt. Lichtzauber haben wir da, einen Ring, maximale Lebensenergie plus und Goldmünze. Da fällt mir gerade ein, ich habe vergessen, den einen besonderen Trank zu trinken. Lebensenergie. Hier. Können wir ungeschaut nehmen. Passt. Prost. Gut. Passt. So. Dann nehme ich mal stark an, dass es hier weitergeht. Du da? Es geht los. Hallo. Au. Was habe ich dir getan, du Mistfink? Ja. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, unser Kumpel da, der will nicht zurecht. Ich glaube, jetzt hat er es bald geschafft. Wow. Du dicker, fetter, grüner Echsen. Au. Au. Bist fertig? Wow, ich bin gleich fertig. Liebst du auch mal, Kumpel? Machst du was? Danke. Bin der Größte. Ja. Ich habe aber Vorarbeit geleistet. Das haben alle gesehen. Ah, eine Winde. Wofür eigentlich? Ich drück mal drauf. Aha. Okay, ich frage auch noch blöd, ne? Wofür denn? Keine Ahnung. Warte, bevor wir den klatschen, schauen wir noch darüber. Was gibt's hier? Hier ist nur ein Kraut, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir zuerst hin sollen. Darüber, dorthin, auf jeden Fall nehmen wir das Obsidian mit. Obsidian. Ching. Chang. Chong. Nette Ausbeute. Gell? Sag ich auch. Kann man stehen lassen. Ja, wohin zuerst? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, es ist alles irgendwie verlockend. Dann werden wir doch vielleicht. werden wir dann doch den hier zuerst probieren, den Gang. Auf jeden Fall Spiel und Speichern und hierhin und ja und fortsetzen und wunderbar. Die haben hier einen Garten. Das sehe ich jetzt auch erst. Da ist ein Garten. Da wachsen Pilze. Steinplatte, die nehmen wir gerne mit. Und ein Schluck Wasser. Steinplatten, verstehst? Steinplatten, sage ich. Pilze. Hier ein voller Garten. Das ist mir noch nie aufgefallen, glaube ich. Nicht schlecht. Wo bin ich denn dann rein? Ach hier, da bin ich rein. Hallo Burschen. Hallo. Doofi. Es geht los. Wow, wow. Ja, Magier. Du was? Yeah. Wow, langsam. Ich sollte mal was trinken. Prost. Jawohl. Zurück. Der ist hin. Ein Wächter. 250. Bist du Scheiß. Zellenschlüssel hat er auch noch. Nehmen wir alles mit. Ein Zellenschlüssel, okay. Wofür? Wer ist denn dann? Echsenschwert? Noch ein Echsenschwert? Ich werde mal speichern. Das war gerade super. Eine super tolle Leistung von uns. Ja, das haben wir ganz alleine geschafft. Ah, ich glaube, ich weiß schon wieder. Sowas, echt. Noch eine Steinplatte.
Die sollte ich vielleicht auch mal einlösen. Okay, hier ist niemand drin. Aber ein Bettchen zum Schlafen. Boah, das nutze ich gleich aus. Gute Nacht. Bis zum nächsten Morgen schlafen. So. Dann haben wir hier noch ein Schloss. Da ist wieder nur ein Bett drinnen. Was haben wir da? Das ist auch leer. Da ist niemand, niemand nicht. Lalala, niemand nicht. Da, 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 niemand, niemand. Mal schauen, was wir hier oben finden. Der scheint auch leer zu sein, aber ich mache ihn trotzdem mal auf. Jupp, ist leer. Komisch. Warum ist hier ein Wächter? Und dann ist hier alles leer. Ja, sicher, Fackel. Geh nur aus, hast du recht. Boah, wie viele Schlösser es hier gibt. Da ist wer. Ein Ogre? Torg. Hallo. Torg erwartet Schuppenmann, aber Mensch kommt. Warum kommt Mensch zu Dorg? Rein zufällig, aber was machst du hier? Was machst du hier? Schuppenmänner fangen Dorg. Dorg kämpft gegen Schuppige, aber zu viele kommen und sperren Dorg ein. Dorg hasst Schuppenmänner. Ja, wir auch. Du bist frei. Du bist frei. Mensch befreit Dorg. Mensch Freund von Dorg. Ich suche einen Druiden. Ich suche den Druiden. Du, Ruinen? Druide, Druide, ja. Es heißt Druide. Ein Mensch, ein Mann, wohl ein Zauberer. Huark, Zauberer, Druide, Menschenmann, Eldrick. Richtig. Wo ist er? Wo ist Eldrick? Schuppige holen Eldrick, Zaubermensch. Oh. Nicht wieder gesehen. Toll. Weißt du, wo man ihn hingebracht hat? Nein, durch die Wand? Schuppige bringen Dorg auch durch die Wand. Alles klar. Durch welche Wand bist du gegangen? Durch welche Wand bist du gegangen? Wand im Gang hinter großem Raum. Schuppenmann zieht Ring und Wand geht auf. Aha. Und was war hinter der Wand? Böser Zauberer. Versucht Dorg zu schmerzen, aber Dorg stärker als Schmerz. Toll. Ich dachte, er humpelt, aber geht er nur komisch. Okay. Okay, na prima. Dann werden wir uns mal dieses Gebietchen mal anschauen. Es ist schon beeindruckend, was diese Echsenmenschen da gebaut haben. Es ist auch irgendwie klar, dass sie, nachdem sie ja in einem Vulkan leben, ist auch irgendwie klar, dass sie jetzt da nicht irgendwie extra noch weiche Betten oder so brauchen. Der Stein müsste sich hier überhaupt, das gesamte Gestein hier, müsste sich wunderbar aufwärmen, sodass hier Echsen ohne Probleme leben können. Ja, eigentlich. Also ich denke mal, er hat dann das da oben gemeint, ne? Den hier. Ja, Ringe ziehen. Ich würde sagen, da wird schon das hier gemeint sein. Ich werde da mal speichern. Wieder mal. Und fortsetzen. Hallo. Ja. Zack. Wow. Okay, mein Kumpel, da trifft irgendwie nichts, glaube ich. Ja. Zack, zack, zack. Irgendwo schnappt schon ein nächstes Viech. Aber ich glaube, jetzt müsste mal kurz Ruhe sein. Was? Na, wir trennen uns sicher nicht. Kommt gar nicht in Frage. Du bleibst schon bei mir da. Irgendwo schnaubt der schon. Ah, da oben. Ups. Au. Jawohl. Sauber. Und da ist nichts.
Oder wie? Ich habe die Fackel vergessen. Entschuldigung. Die Fackel, komm her. Na, da ist echt nichts. Lol. Aber ein Druiden-Schierling. Druiden-Schierling, Schierling, Schierling. Ja, und hier denke ich mal... Nein. Hier soll man einen Ring ziehen. Ich hätte gedacht, das ist schon der. Na. Aber einen Trank werden wir sofortig zu uns nehmen, bevor wir wieder krepieren tun. Vielleicht ist es der. Oder der. Halt. Der da. Nein. Da drüben waren wir schon, ne? Du bist auch nicht, oder? Und du? Da ist nur die Winde. Nö. Ach, diese Rätsel. Ah, hier ist noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Upsi. Der müsste passen. Ja. Hallo. Es geht los. Ich glaube, das wird so ein Priesterlein, ne? Ja. Ein Echsenmensch-Priester. Wie schön. Ja. Jawohl, hin ist er. Und er hat wieder wunderprächtig einen Teleport zum Nordost-Tempel. Super. Außerdem schwache magische Heilung hat er noch obendrein, ein Amulett, Schutz vor Feuer und Klingen und ein paar Goldmünzen. Sehr schön. Sehr gut. Fackel, ich bitte dich, komm her. Und da müsste jetzt auch unser gesuchter, wertgeschätzter Druide sein. Ja, natürlich ist falsch. Jawohl. Ja, Glück gehabt. Fackel und magischer Schutz und Witz erzählen und ein paar Goldmünzen. Fisch. Nehmen wir gerne mit. Und noch ein schöner Schrank. Kuckuck, was haben wir da drin? Einen Zahn. Das sind die dritten von dem Priester gewesen. Ja. Schwache magische Heilung und was? Rohes Fleisch. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Auf jeden Fall drücken wir mal den Hebel da. So. Dann müsste hier... Da ist er ja schon, unser Druide. Und raucht. Servus, Eldrick. Ich hatte schon gedacht, ich komme hier nie wieder raus. Ja. Ich bin Eldrick. Die meisten nennen mich Eldrick, den Druiden. Und? Bist du ein Druide? Ich bin, wer ich bin. Mir ist egal, wie die Leute mich nennen. Solange sie mich in Ruhe lassen. Aber wer bist du? Ja, ich bin ein Schiffsbrüchiger. Ich gehöre zu den Banditen des Don. Ich brauche deine Hilfe. Schiffsbrüchiger eigentlich. Also Hilfe brauchen. Ja. Ich bin ein Schiffsbrüchiger. Dann hat das Schicksal wohl noch etwas vor mit dir. Was meinst du damit? Nichts geschieht aus Zufall. Aha. Es gibt einen Grund, warum du gerettet wurdest. Die Welt hat einen Plan und du bist ein kleiner Baustein davon. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Also, warum bist du hier? Ja, du musst mir helfen, ein magisches Artefakt zu reparieren. Hier, ich habe deinen Stab gefunden. Ach, warte mal, du mal mit dem Artefakt und so, ne? Du musst mir helfen, ein magisches Artefakt zu reparieren. Was für ein Artefakt? Eine goldene Scheibe mit einem Kristall. Der Kristall scheint irgendwie kraftlos zu sein. Hast du die Scheibe dabei? Nein, Meister Cyrus hat sie. Ein Magier? Nein, mit Magiern arbeite ich nicht zusammen. Wenn ich die Scheibe reparieren soll, dann machen wir beide das. Also, hol die Scheibe und schick den Magier weg. Dann gehen wir zu meiner Hütte. Übrigens, ich habe hier deinen Stecken gefunden. Hier, ich habe deinen Stab gefunden. Danke. Ich habe ihn beim Kampf gegen diese Echsen verloren. Warte, ich habe zwar nicht viel, was ich dir geben kann, aber vielleicht kannst du dieses Amulett gebrauchen. Vielen lieben Dank. Herr Cyrus, ich brauche die Scheibe. Ich brauche die Scheibe. Wieso? Eldrick will nicht, dass du bei dem Ritual dabei bist. Was? Kommt gar nicht in Frage. Willst du das dem Inquisitor erklären? Kindergarten. Nein. Also gut, hier ist die Scheibe. Ich werde mich hier noch ein bisschen umsehen und dann zur Festung zurückkehren. Mach nur. Viel Vergnügen und danke fürs Helfen übrigens. Wirklich, da war echt eine Hilfe. So, ich habe die Scheibe. Ich habe die Scheibe. Gut, dann sollten wir von hier verschwinden. Lass uns zu meiner Hütte gehen, dann können wir über alles reden. Wir wissen nicht, ob es hier noch mehr von diesen Echsenmenschen gibt. Was weißt du über diese Viecher? Was weißt du über die Echsenmenschen?
Sie beherrschten einst die Welt, aber das ist lange her, sehr lange. Ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Aber es muss etwas mit den Ruinen zu tun haben. Meinst du, es gibt noch mehr von ihnen? Wer weiß? Wer hätte vor 10 Jahren gesagt, dass die Götter verschwinden und die Titanen zurückkehren? Die Vergangenheit erhebt Anspruch auf die Zukunft. Und die Echsenmenschen sind Teil der Vergangenheit. Lass uns zu deiner Hütte gehen. Lass uns zu deiner Hütte gehen. Folge mir. Echsenmenschen bevölkerten einst den Planeten und beherrschten ihn. Ja, so viel dazu, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Nein, die haben sich nur weiterentwickelt zu diesen Viechern da. Großartig. Sauber. La 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 la. Bleib hinter mir. Ja, der ist wieder unglücklich gestorben. Wo bleibst du? Was ist denn? Alter. Mr. Barfuß. Servus. Der ist so ein Ungustel, der Kerl da. Ich könnte mich auch direkt in die Nähe deines Hauses porten. Was machst du dann? Du kannst tatschen und wir brauchen keine 10 Schritte gehen. Okay, es sind schon 10, aber nicht so viel wie jetzt. Sollen wir da extra wegen dir da rundherum gehen? Kannst du nicht durchs Wasser gehen, wie jeder normale Mensch auch? Wahrscheinlich werden dann seine Füße sauber. Das kann er nicht machen. Hab dich. La 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 la. Lauf nur. Aber irgendwie ist sein Stecken cool. Erinnert mich aber ein kleines bisschen an Dossmann Gothic, die Orkschaman. Also das Stecken halt, ne? Jetzt müssen wir da extra wegen dir den um. Ja. Sonst regt er sich wieder auf, ne? Aber er hat ein hübsches Häuschen, das muss man ihm lassen. Das Häuschen gefällt mir gut. So, da sind wir. Ja, hier können wir über alles reden. Gut. Beherrschst du Magie? Beherrschst du Magie? Magie ist eine der ältesten Kräfte, die es auf dieser Welt gibt. Jo. Man kann sie genauso wenig beherrschen wie den Himmel oder das Meer. Mhm. Aber man kann lernen, sie zu nutzen. Kannst du sie nutzen? Ich weiß, wie man ihre Kraft formen und lenken kann. Mhm. Also ja. Warum bist du nicht in der Stadt? Warum bist du nicht in der Stadt? Weil ich hierhin gehöre. Hier habe ich mein ganzes Leben verbracht. Aber hier draußen ist es nicht sicher. Es gibt keine Sicherheit. Egal, ob in der Stadt oder in der Wildnis. Hier draußen bin ich wenigstens für mich alleine verantwortlich. Ja, das stimmt schon. Kannst du diese Scheibe reparieren? Kannst du diese Scheibe reparieren? Lass mal sehen. Sie ist alt. Mhm. Eine ungewöhnliche Verbindung von Metall und Kristall. Aber der Kristall ist glanzlos. Seine Kraft ist erloschen. Kann man das reparieren? Ich kann versuchen, den Kristall zu heilen. Erst okay. Dann kann man ihm seine Magie zurückgeben. Wofür brauchst du die Scheibe? Also, das geht dich gar nichts an. Ich will die Insel retten. Der Inquisitor will ein Tor in den Vulkan öffnen. Jo, die Wahrheit sagen. Der Inquisitor will ein Tor in den Vulkan öffnen. Und was erhofft er sich dort zu finden? Eine Waffe gegen das Böse. Die Scheibe ist ein Schlüssel zum Tor. Verstehe. Ich hoffe, der Inquisitor weiß, was er tut. Die Sache mit den Echsenmenschen gefällt mir nicht. Hm. Aber eins nach dem anderen. Kümmern wir uns erstmal weiter um die Scheibe. Gerne. Wie kann man den Kristall heilen? Wie kann man den Kristall heilen? Der Kristall muss sich selbst heilen. Mhm. Diesen Prozess muss man unterstützen. Wie? Am einfachsten ist es, wenn wir die magische Aura eines anderen Kristalls auf ihn übergehen lassen. Dazu brauchen wir einen magisch aktiven Kristall. Ja, und wo kriegt man das schon wieder her? Wo bekomme ich einen magisch aktiven Kristall? Die Magier aus der Vulkanfestung verwenden magische Kristalle, um Magie zu wirken. Davon brauche ich einen. Allerdings wird er bei dem Ritual seine Kraft verlieren. Mhm. Das ist nicht dein Ernst. Ich soll jetzt nochmal in die Vulkanfestung latschen? Nein. Ich habe einen Kristall in meiner Hütte, oh. In der Truhe. Hier ist der Schlüssel. Danke. Wir dürfen einfach so seine Truhe, ne, da benutzen. Also, ja, schön.
Magiekristall. Ermöglicht das Beschwören von magischen Geschossen. Sollen wir ihm alles wegnehmen? Wir sind bedürftig, wir brauchen es. So. Ich habe einen von den Kristallen, die du wolltest. Ich habe einen von den Kristallen, die du wolltest. Gut, aber denke daran, er wird bei dem Ritual seine Magie verlieren. Schon klar, ja. Wenn du ihn noch anderweitig brauchst, solltest du noch mal losgehen. Nö, hier hast du deinen Magiekristall. Hier hast du einen Magiekristall. Sehr gut. Die Magie dieses Kristalls wird uns helfen, die beschädigte Scheibe zu heilen. Gut. Wie geben wir dem Kristall seine Magie wieder? Wie geben wir dem Kristall seine Magie wieder? Dazu bedarf es eines alten Rituals an einem besonderen Ort. Worauf warten wir dann noch? Bevor wir damit anfangen, muss ich ein paar Dinge mit dir besprechen. Was gibt es so Wichtiges zu besprechen? Was gibt es so Wichtiges zu bereden? Du hast mir das Leben gerettet und ich stehe in deiner Schuld. Deshalb werde ich dir helfen. Aber du lässt dich mit Kräften ein, die du womöglich nicht verstehst. Die niemand von uns wirklich versteht. Bevor du etwas Unbedachtes tust, möchte ich, dass du zu mir zurückkehrst und berichtest. Alles klar. Ich werde dir berichten. Was ist, wenn ich nicht genug Zeit habe? Der Inquisitor weiß, was er tut. Na, ich werde es dir berichten. Ich werde dir berichten. Gut. Du musst so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Niemand baut ein Tor einfach nur so. Dort drinnen ist etwas. Jo. Was vermutest du? Wenn ich vermuten würde, wäre ich nicht besser als der Inquisitor. Ich will wissen, was da unten ist. Finde heraus, was das Tor beschützen soll und komm zu mir zurück. Es muss dort Aufzeichnungen geben. Die musst du finden und studieren. Okay. Dann lass uns den Kristall aufladen. Lass uns den Kristall aufladen. Gut, aber das können wir nicht hier machen. Folge mir. Ja, wie immer. Gerne. Selbstverständlich machen wir das. Wenn ich so barfuß durch die Gegend rennen würde, ne? Mich würde ständig irgendwas am Fuß pieksen. Irgendein Stein würde mich immer pieksen. Das tut immer so weh. Halt. Was ist das hier für ein Ort? Ja, ich bin wehleidig. Das ist ein Platz von großer magischer Macht. Aha. Lass uns mit dem Ritual beginnen. Okay. Hokus pokus fidibus. Kachan. Das war's? Es ist vollbracht. Und? Was ist mit der Scheibe? Hier, sie selbst. Sie ist wie neu. Danke. Dann werde ich die Scheibe zum Inquisitor bringen. Tu das, aber vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Sei besonnen und berichte mir, bevor du eine folgenschwere Entscheidung triffst. Viel Glück. Danke. 2 von 5 haben wir schon. Gut, wir sollen zuerst alle zusammensammeln, bevor wir die zum Inquisitor zurückbringen. Also alle 5 sammeln, damit wir sie Don Esteban geben können und der, ja, gibt dann quasi das Okay, die dann wieder weiterzugeben. So. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben eine weitere Quest geschafft. Es könnte sein, dass ich schon bei dem einen oder anderen namenlosen Grab vorbeigehuscht bin. Ich weiß es gar nicht mehr. Ehrlich gesagt, das wäre aber nicht gut. Wir könnten den Jägersmann da drüben helfen. Diesen Gürger. Ob wir diesen Gürger da besiegen können. Ja, probieren wir es einfach mal. Probieren geht über studieren. Lalalala. Wenn wir den dann haben, dann wäre es gut, den namenlosen Gräber zu finden, ja. Eindeutig und definitiv. Aber vielleicht ist ja eines gar nicht so weit weg. Ich habe es echt vergessen. Das ist mir gerade voll peinlich. Ich schaue mal kurz darauf. Entschuldigung, muss mich kurz kratzen. Eine Gelse hat mich gestochen. Ich werde total aufgefressen von den Viechern. Jo, schau, wer da ist. Ja. Und, na komm. Zack. Passt. Tschüss. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Gräber eher mehr gegen... also Richtung Meer sind. Auf jeden Fall tun wir mal. Oh. Oh, oh. Okay, geht. Ist
dachte, jetzt wäre ich hin. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal Rupert, ne? Dem Rupert gehen wir jetzt helfen. Na, Rupert, alles gut? Der tut immer noch sein Mittagsmahl oder sein Abendmahl mittlerweile schon genießen. Rupert, ich glaube, wir fangen einmal an. Ich werde dir helfen, den Bürger zu jagen. Ha, sehr gut. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, die ich kriegen kann. Das glaube ich dir. Das wird aber kein Spaziergang, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Was kannst du mir mit Jagd beibringen? Ich werde vorgehen und du wirst mir folgen. Na, was weißt du noch über den Bürger? Okay, ja, müssen wir fast. Ich werde vorgehen und du wirst mir folgen. Hört sich gut an. Sag Bescheid, wann es losgeht. Ich würde sagen, komm mit. Komm mit. Ist gut. Können wir ihn noch ausrauben? Das ist zu riskant. Ja. Passt. Dann gehen wir's an. Hoffen wir das Beste. Normalerweise ist es immer angenehmer, wenn man einen Begleiter hat, solche Sachen zu machen. Jo. Auf jeden Fall sind da drüben Haufen weiß Gnome. Ich werde da mal dahin speichern tun. Jo. Au. Ja. Ja. Au. Jawohl. Gott sei Dank, das zählt wieder für uns mit, wenn unser Begleiter einen Gegner besiegt. Joke. Das Lustige ist, ich mag das so. Also ich mag das so gern. Das ist die Synchronstimme von unserem Best Friend in Gothic von Gorn. Ich glaube, ich höre den Gürger. Ich glaube, das ist der Gürger. Zumindest ich weiß, es ist ein starkes Viech, das es zu besiegen gilt. Ja. Naja, na, was ist mit ihm? Au! Kack! Au! Au! Blöder Häuptling. Entschuldigung. Jetzt habe ich ihn aus Versehen erwischt. Hoffentlich bringe mich jetzt nicht dafür um. Jawohl. Yep. Na, was ist mit dir? Gestern. Ja, schön gemacht. Schön gemacht, Kumpel. Fein gemacht. Achso, ist ja noch einer. Schau wieder mit der Flasche auf mich. Also, ja. Diese Steinschmeißer und Flaschenwerfer und überhaupt jetzt keine Manieren. Ja. Ja. Jetzt wirft dann noch jemand. Au. Geh sterben. Da ist ja noch so ein Kerl. Du bist echt ungut, Viech. Au. Echt ein total ungutes Viech. Ja. Na komm. Wie der da um mich herum kreist. Rumherum, dort rum. Drumherum, rum. So. Ist ja unglaublich. Unglaublich ist das. Eine Truhe. Die nehmen wir gerne. Also den Inhalt nehmen wir gerne mit. Wir haben eine Perle, nochmal eine Nautilus-Verwandlung und Perlenkette. Nautilus. Ich musste immer an das U-Boot denken, wenn ich Nautilus lese. Nautilus. Darum musste ich auch vorher kurz mal lachen. Also so für mich hinein. In meinen nicht vorhandenen Frauenbart. Ja. Auf diese kleinen Hutzelgnome hier müssen wir höllisch aufpassen. Die sind saugefährlich und klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Okay, dann pass gut auf. Lass uns weitergehen. Ja. So, fein. Fisch, das nehmen wir alles mit. Da und so und hier und da. Den haben wir schon ausgeraubt. Passt, da steckt noch ein Pfeil bei ihm drinnen. Ich wollte schon sagen, ein Pfeil im Arsch. ja, einen Trank werden wir jetzt auch noch nehmen. So, ja. Für unser Wohlbefinden und speichern wir auch nicht schlecht. Da vorne geht schon wieder die Post ab, ich sehe es schon.
Wölfe und noch mehr Wölfe und hast du nicht gesehen, noch 20.000 Wölfe. Alter, schwarze Dreckswölfe. Der erste ist weg. Komm, der zweite muss auch weg. Los, komm. Der ist weg, passt. Der ist auch weg. Na komm, du schwarze Bestie. Jawohl, der ist auch erledigt. Fein. Sehr, sehr gut. So, sehr gut. Den Pilz nehmen wir auch mit. Das Viech da oben. Ich bin mir nicht sicher bei dem Viech. Auf jeden Fall gehe ich mal speichern. Ja, nehmen wir gleich den wieder. Das Viech da oben ist heftig. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es wirklich der Gürger ist oder ob wir weitersuchen müssen. Ich werde auf jeden Fall mal ich werde mal da hochgehen, probieren. Normalerweise begleitet uns das Jägerlein da hinter uns. Ich glaube, das war ein Gorilla, ne? Ja. Kommst du hoch? Ja. Bist du ein Gürger? Nein. Ein Ast. Was für eine Beste? Auf jeden Fall ist sie stark. Au. Wow. Ja, sie ist stark. Ich dachte nur, ich probiere es mal. Wenn wir jetzt unseren Begleiter haben. Vielleicht kriegen wir sie klein. Ja. Auf jeden Fall mal was saufen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Es wird gar nicht so schlecht eigentlich ausschauen. Ja, ja. Ja, schön getroffen. Ja. Jawohl! Nein, nein, nicht runterfallen. Der ist runtergefallen. 300 Erfahrungspunkte, Deichsel. Das ist viel. Oh, oh, oh. Ja, ja, Bill. Wenn man schon die Gelegenheit hat. Der Dietrich ist hier. Sehr schön. Abgebrochen. Schade. Mal von vorn. Ja, das ist so ein übles Raten. Aber jetzt haben wir es. Und zwar Goldbrocken, eine Fackel, Fläschchen und 126 Goldmünzen. Sehr schön. Hui, gelohnt hat sich der Kerl auf jeden Fall. So, krass, da kann man runter. Die Treppe habe ich gar nicht gesehen. Und zwar Zähne, Bestienfell und Aschebestienherz. Nur die stärksten Kämpfer sind in der Lage, so eine Trophäe zu erbeuten. Und das Bestienfell für ein solches Fell wird viel Gold bezahlt. Das ist ja nicht schlecht, oder? Das ist nicht schlecht. So. Ich weiß. Nein, warte, wir werden da runter. Wir werden da runterklettern, ist besser. Wir gehen da nochmal rauf, da sind wir schneller. Auf der einen Seite. Oh, schau mal, das Erz hätte ich fast vergessen. Ich doofi. Klopfen da schön drauf. So ist brav. Nette Ausbeute. Ich würde sagen, wenn es dann 10 Uhr ist, nachdem wir heute keine Pause gemacht haben, können wir heute sogar dann früher schon mal Schluss machen. Statt um 10:45 machen wir halt um 10, weil die 15 Minuten Pause weggefallen ist. Tuli tut. Ruck. Dann machen wir heute 2 Folgen. Zwei Folgen, das ist ja so fein. La la la, la la la, la la la, la la la. Nur ich keine Ahnung, wie spät schon ist. Wie spät ist es schon? Ah, haben wir noch eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Oh, Gnom. Ein Gnomhäuptling. Au. Alles prima, alles klar.
Wunderbar. Wunderbar. Ja. So. Tja. Huch. Jetzt wird's kompliziert. Aha. Ich würde vorschlagen, weiter nach Norden zu gehen. Mhm. Der Weg nach Osten gefällt mir irgendwie nicht. Warum nicht? Die meisten Spuren der Gnome führen nach Norden. Okay. Es ist seltsam. Aber es könnte gut sein, nach dem, was ich hier sehe, dass sie mit dem Gürger zusammenarbeiten. Mhm. Tatsächlich? Vielleicht ist es ja auch nur Zufall. Wir werden es ja bald erfahren. Geh weiter. Na toll. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Also nach Norden. Ich denke, das wird ein Taster sein. Das Spiel speichern. Da. Ich speichere auf den Dreier drauf, weil es wurscht, das ging echt gut. Da oben ist noch ein Keiler. Den machen wir noch mit, weil da oben, glaube ich, war böse. Ja. Machen wir auch noch Platz. Aber sicher. Huch, Entschuldigung, ich wollte nur das Kraut hier mitnehmen. Hey du. Ja. Ich habe ein echt schlechtes Gefühl bei dem Weg. Ja, hier. Er warnt uns hier nochmal. Ich kann nicht meckern. Aber hier oben sind wir verkehrt. Mhm. Das habe ich im Urin. Ja, das kenne ich. Drum hauen wir auch schon ab. Wenn du was im Urin spürst, ich schwöre, hör drauf. Oder im linken Hüftknochen. Bei mir ist es auch oft der linke Hüftknochen. Ich schwöre. Ja. So. Die Goldader nehmen wir auch mit. Schön draufhauen. Hau mir die schönsten Nuggets raus. Das hat sich gelohnt. Brav. Da haben wir noch einmal die Reiselust. Wichtelkappe. Ah, und das sind schon wieder die nächsten Gnömchens. Ja, ein ganzes Rudel, ne? Batsch. Batsch. Zwei, drei Häuptlinge? Ja, ja, ja. Jawohl, der erste ist erledigt. Was, der zweite ist erledigt? Drei Häuptlinge, spinnen die oder was? Wahrscheinlich hatten sie gerade, weiß ich nicht, eine Versammlung der einzelnen Stämme. Keine Ahnung. Au! Ich sollte mal was trinken. Noch ein Häuptling. Das war ganz garantiert ein Volksfest vielleicht sogar. Oder vielleicht haben wir gerade, keine Ahnung. Könnte ich echt frech sein. Vielleicht haben wir gerade Brüssel-Hops genommen. Und die waren gerade bei einer EU-Versammlung. Pfui, pfui, das war böse. So, das nehmen wir alles schön mit. Gib nur her das Zeug. Was war denn jetzt gerade für ein Beutel? Oh, nein, ich will nicht kochen. Auf gar keinen Fall. Wobei der Gnom schon eigentlich recht durch ausschaut. Der da gerade über dem Feuer hängt. So, da haben wir noch was. Da vorne ist auch noch was. Gut. Gut, das lief gut. Das lief sehr gut. Jetzt wäre es noch gut, da raufschauen vielleicht. Das heißt, wir tun noch gleich speichern. Ja. Speichern, speichern, speichern. Speichern, speichern, speichern. Mhm. Was haben wir denn da? Warum ist da ein Oger? Warum ist da ein Oger, bitte? Ich hasse die Viecher. Au! Du Kack-Gnom! Mir über den Weg zu laufen. Hoffe Welt! Bist du ein Gürger? Ein Oger? Ja! Oh Gott, der hält was aus. Ja! Oh, der hält viel aus. Nichts gut. Oh, ist der stark. Der ist zu stark. Den kriegen wir, glaube ich, nicht down.
Puh, wenn wir den down kriegen. Ja. Das wäre eigentlich viel später gedacht gewesen. Boah, fall mir da nicht runter, Oger. Ja. Ich werde bald runterfallen. Fallen, wenn es weitergeht. Fallen. Puh. Na, sie hat dann umgebracht. Na, das muss ich laden. Das geht so nicht. Oger böse. Nicht machen. Zum Glück habe ich gespeichert. Als hätte ich's gerochen. Ich sag's immer wieder, der linke Hüftknochen. Auf den trinke ich jetzt ein. Prost. So. Mittlerweile ist mein Tee zum Eistee geworden. Ist aber auch köstlich. Jetzt sieh dir das an. Hier haben es sich diese kleinen Kerle richtig gemütlich gemacht, was? Ja. Das ist nur eine alte Ruine. Ich könnte wetten, dass hier der ganze Kram gelandet ist, den die Leute auf der Insel vermissen. Sieht ganz so aus, als sei hier das Hauptquartier dieser Gnome. Geh weiter. Ich bin gespannt, was wir finden werden. Ja, hoffentlich nicht unseren Tod. Den finde ich sehr häufig. Gnomi, hallo, komm da her. Gnomi? Hallo, da kommt er. Der kleine Häuptling der Gnome. Hin ist er. Was denn? Nicht mal eine Münze? Wohl, er hat 5. Eigentlich. Was hat er denn da reingepackt? Ein paar Münzen, Fackel und ein Kochrezept. Feuertopf. Mhm. Hat heilende Wirkung. Das ist aber nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Achtung. Na du? Häuptling? Ja. Was war's mit dir? Es gibt was hinter die Ohren. Ach so. So. Oh Gott, oh mein Gott. Ich sollte nicht so weit noch vorstimmen. Ich nehme mal dich da, ne? Gnome. Ja, dann bist du jetzt dran, Häuptling. Ja, ja. Ist schon gut. Zack, der erste Häuptling ist weg, der zweite ist weg. Au, du Kackgnome. So, zack. Aus ist. Ah, noch einer. Wie viele Häuptlinge gibt's denn da noch? Ja, das wäre geschafft. Den ganzen Krempel brauchst du nicht mehr. Na, aber ich nehme ihn gern mit. So. Das sieht gut aus. Ja, gell? Das ist brauchbar. Finde ich auch. Bin ich ganz deiner Meinung. Was ist das? Eine Machete. Eine Machete. Vielleicht wollte er mal Pirat spielen. Da grummelt auch irgendwas rum. Grummelt da was rum? Im Turm, glaube ich. Grummel, grummel, grummel. Ich wollte hier zuerst schauen, ob wir hier auch alles brav gelootet haben. Gelootet haben tun, ja. Was? Ach so. Du schaust dich da noch um. Hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Da ist er ja. Jo. Und da war er auch. Ja, der hat meinen Stahl zu spüren bekommen. Jo. Der war ganz stahllos. Sprachlos. So. Dann würde ich sagen, guck mal noch hier unten. Nach hier unten drunten. Hallo. Niemand? Aber eine Tür. Aha. Und das war's. Mehr nicht. Echt jetzt? Geht da was? Da geht was. Und jetzt? Skelettis. Oh je. Skelettis. Ich würde sagen, wir speichern das hier mal. Das lief einfach schon zu gut. Ich habe keine Fackel. Die wäre auch gut, meine anzünden. Hallo. Attacke. Hallo? Batsch. Ja. Bist du alleine? Oh. Au. Spinnst du, du Zipfelklatscher? Ja. Ja. Jawohl. Und weg ist er. Kackskelett.
Und was machst du eigentlich, Rupert? Nix. Was haben wir denn hier drin? Und noch okay. Mal von vorne. Ja, nochmal von vorn, ist schon jawohl. Gut. Jetzt passt er. So, wir haben eine Beere, einen Heiltrank, einen Ring mit Bogen Plus und ein paar Pfeile. Super. Soll ich dir den Bogen Plus geben? Pfeil, also Ring halt und die Pfeile? Du kannst sie sicher brauchen. Du kannst sie sicher brauchen. Ich würde sagen, auch noch Trank hier trinken. Was ist das? Goldmünzen. Aha. Ja. Ich fürchte, da unten gibt es noch mehr von diesen Viechern. Das heißt, alles willkommene Erfahrungspunkte. Na, das sind Gnome. Wer hätte das denn gedacht, dass unten im Finstern au noch Gnome sind? Ob wir dann bald in der Nähe von diesem Bürger sind? Irgendwas ist hier falsch. Das spüre ich. Aha. Diese ganzen Gänge hier unten sind nur eine Finte. Der Bürger muss woanders sein. Wir haben ja nichts verloren. Lass uns wieder abhauen. Okay. Spielverderber. Das ist für später. Ja. So. So, da gehen wir halt wieder raus. Raus. Wir müssen raus. Das heißt, dass wir dann hier weitergehen. Warte mal. Ja? Was ist denn jetzt schon wieder? Dieser Komplex hier scheint noch gut intakt zu sein. Ja. Die Fährte führt genau durch diese Tür in den Berg hinein. Sehr gut. Das ist ja schön. Schon gut. Ich halte die Klappe. Geh weiter. Boah, das war jetzt nicht nett. Das war nicht nett. Mit der Stimme verbinde ich so viele schöne Erinnerungen an meinen Best Friend Gorn. Damals noch. Ah, bei Gothic, ja. So, warte mal. Okay, der ist falsch. Der ist falsch. Der geht auch nicht. Freund oder Feind? Boah, ey, diese Gänge, ne? Das jetzt ist die Frage. Wohin? Aber ich denke schon, dass wir da rein müssen. Und hier wird es dann irgendwo diesen einen Schalter wahrscheinlich geben, der passt. Wahrscheinlich wird mich gleich mal irgend so ein Skelett anhüpfen. Die können das, ja. Wasser haben wir da, Ogerwurzel, ein kleiner Heiltrank und ein paar Goldmünzen. Die nehmen wir gerne mit. Gerne. Ein windschiefes Regal, das kann jeder brauchen. Das ist stylisch. Wow. Ein Gnom. Zück deine Waffe, es sind Gnome. Gnom? Ja, da hüpft er. Au. Ja. Au. Ja. Zack. Ich hasse diese Drecksviecher. Ja. Ah, da googelt schon wieder. Guck. Na, lass mich durch, bitte. Ja, da ist er. Hoffen wir es mal, dass das jetzt kein Blödsinn war. Bitte, wo geht's denn da überall hin? Zuerst dahin oder dahin? Ich speichere mal. Das ist echt übel. Aber zum Glück haben wir einen treuen Freund an unserer Seite. Aha, okay. Da ist nur ein Lagerraum. Lass uns nicht noch mehr Zeit verplempern. Ich will so schnell wie möglich hier wieder raus. Hast du Angst? Warte mal. Lass mich gerade überlegen. Wir irren hier durch das Verlies der widerwärtigsten Kreatur, die ich kenne. Während seine fiesen Gnome uns mit ihren blanken Klingen töten wollen. Ja? Ja, verdammt. Ich habe Angst. Okay. Beeil dich. Ich will hier wieder raus. Ja, schon gut. Lass mich das mal machen, bitte. Und nochmal. Wieder verkehrt, jawohl. Wer Dietrich ist denn?
Ja, ich werde bald keine Dietriche mehr haben, wenn ich so weitermache. Nochmal von vorn. Hey, das ist ja gemein. Und nochmal von vorn. Aha, und jetzt geht's nicht mehr. Der Dietrich ist hin. Arschloch. So, jetzt. Schande. Jedenfalls, Kerzenleuchter, Schlösser öffnen, wie toll, eine Verzauberung. Mana-Trank und ein Tückenbatzen Goldmünzenkrimmer. Schön. 146, glaube ich, war's. Was haben wir in dem Schrank drin? Stachel, Wasser, Rum und noch ein paar Goldmünzen. Und jetzt muss ich nochmal nachschauen, wie viele Dietriche wir noch haben. 7 Stück, ist gut. Ist noch gut. Das heißt, wir müssen hier runter. Boah, schier. Schier ist es. La 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 la. Wir sind der Held und haben die Hosen voll. Irgendwie komme ich da nicht durch. Alter, wie viele Gänge gibt es denn da noch? Wohin zuerst da? Mhm, da ist ein Gnom. Was haben wir da drüben? Ah, nix. Da irgendwas? Geht da was? Schaltermäßig? Tatsächlich? Da geht was? Dürfte sich wieder um einen Lagerraum handeln. So ist es auch. Da machen wir mal die Kisten auf. Wir haben hier einen Teller. Wein ist immer gut für unsere Alchemie. Ring und ein Amulettschutz vor Magie. Mhm. Bolzen sind auch dabei. Das ist schön. Nehmen wir gerne mit. Und das haben wir hier drinnen. Schlösser knacken. Mal von vorn. Ja. Wer sagt's? Sehr gut. Ein kleiner Bernstein, die Eile haben wir drin und eine Heilwurzel. Super. Super. Ja, ja, das sind schon die Gnome. Das hört sich an, als ob sie Hunger hätten. Der Bauch knurrt und so, ne? Was ist da? Da! Da ist er! Der Gürger! Was habe ich dir gesagt? Verdammte Scheiße, ist der groß! Bleib ruhig, wir machen das schon. Okay, okay. Alter. Wenn du das sagst, dann aber schnell, bevor ich es mir anders überlege. Bitte, was denn jetzt, ey? Ich habe mir jetzt fast in die Hose gemacht, du Trottel. Mach da mal eine Tür auf und dann kriegt er schon einen Anfall. Pff, echt. Hat er da. Da drin ist er doch nicht, oder? Na, ich hab nur das aufgemacht, da ist ein Kessel. Hey, kochen. Wir können mal unseren... Oh, Feuertopf. Den Feuertopf kochen wir. Aber gleich zweimal. Jo, bitte. Der ist ja voll klasse. Der heilt 200. Der Fleischentopf kann mich schon den Buckel runterrutschen. Nicht schon mal nicht schlecht. Gell? Und vielleicht hier. Ah, da brauchen wir Wein für dieses Gericht. Okay. Ein paar Kartoffeln, ja, können wir eigentlich auch nur in kochen, das passt schon. Für zwischendurch ist schon gut. Besser als das gebratene Fleisch zu essen. Ja, lecker. Eine Steinplatte schon wieder. Und ich brauche nochmal die Fackel. Ach du Heilige. So. Fein, dann würde ich sagen, wir gehen den Gürger an. Der Gürger. Ach du Scheiße, ist der groß? Was ist er denn jetzt? Ein Oger. Ja, aber den schaffen wir ja nicht. Oder es könnte ein untoter Oger sein. Vielleicht. Schau mal. Bei den vorigen, da sind wir verjaust worden. Sehr gut. Nicht mal eine Münze. Schlösser öffnen, Krimate wieder. Goldmünze, gut. Hier haben wir auch was. Da haben wir auch noch was. Warte, Entschuldigung. So. Und speichern. So, speichern. Okay. Boah, das wird übel. Hallo, Herr Gürger. Wow. Alter, der macht Damage. Oh, ist aber machbar.
Ist machbar. Es dürfte sich hier um einen untoten Ogre handeln, aber es ist machbar. So, jawohl. Was? Wie viel? 1000 Erfahrungspunkte? Fisch. Das ist ja Fisch. Goldene Kristallscheibe, das gefällt mir sehr gut. Und 571 Goldmünzen. Bist du narrisch. Wup, 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 wup. Level aufgestiegen. Super. Perfekt. Da kommt Freude auf. Nanu, da ist gleich noch was. Warte, da ist was zum Looten. Ogerkeule, was will ich mit dem? Das kann ich nicht mal rausschleppen eigentlich. Na, Rupert? Der Gürger ist erledigt. Der Gürger ist erledigt? Jo. Was denn? Wirklich? Mhm. Bist du dir sicher? Jupp. Ganz sicher. Keine Sau hat mir je geglaubt, dass es dieses Monster wirklich gibt. Prost. Und jetzt sind wir schon zwei, die von seiner Existenz wissen. Diesen Schweinen, die mich ausgelacht haben und für verrückt erklärt haben, werde ich es zeigen. Ich danke dir. Du hast mir geholfen, endlich wieder mit hoch erhobenem Kopf durch die Stadt gehen zu können. Freilich. Ja. Ein großer Jäger wie du kann sowas sicher gut gebrauchen. So. Ich gehe jetzt erstmal zurück zu meiner Hütte. Mhm. Leb wohl. Und verlier nicht deinen Kopf. Ich werde mich bemühen. Meistens falle ich eh nur irgendwo runter oder breche mir das Genick oder sonst irgendwas. Werd aufgespießt. Ja. Aber sonst sollte es eigentlich funktionieren. Ja. Da wird sich sein Frauchen auch freuen, dass er wieder zu Hause ist. Wo geht's jetzt da rauf? Ich glaube hier. Eigentlich sollte ich mich wegborden. Ich glaube, das wird schneller gehen. Guck, 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 guck. Ich glaube wirklich, das wird schneller gehen. Nur wohin denn? Jetzt haben wir dem geholfen. Wir können eigentlich theoretisch wirklich... Borden uns einfach dorthin. Zu der Ostküste. Der Osten... Boah, da kommt er. Hui! Tada! Shibu! Okay, vielleicht hat er noch was für uns zum Quatschen und so, weil das ist sein Haus. Zumindest möchte ich gern schlafen gehen. Na, da braucht nur ein bisschen, bis er da ist. Halte deine Finger bei dir. Such dir gefälligst dein eigenes Bett. Wie gemein. Das habe ich schon gegähnt und jetzt darf ich nicht schlafen gehen. Du bist gemein, echt. Auf jeden Fall, dein Mann kommt wieder. Ich hole es nochmal. Was willst du hier? Such dir gefälligst dein eigenes Bett. Ach, das klappt nicht. Wie gemein. Die hatte schon überzogen, dass ich ihr Bett gern zum Schlafen nehme, weil es so flauschig und weich ist und es duftet so gut nach ihr. Ja, das mag sie nicht. Das mag sie nicht. Gut. Das hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Ich habe trotzdem kein Grab. Es wäre echt schön, wenn wir das mit dem Grab weitermachen könnten. Mit den Gräbern, mit den Namenlosen. Nur so namenlos wie sie sind, genauso sind sie auch aus meinen Erinnerungen verschwunden. Die zwei letzten, die uns noch fehlen. Huch, was war da? Ein Echsenschwert. Ich könnte es nur probieren, dass ich mich mal da ein bisschen noch umschaue. Dass ich vielleicht noch eins anfinde. Und dann, ja. Werde ich Google bitten müssen, mir da eine Antwort zu geben. Wenn man ganz lieb zu Google ist, macht er das auch. Ja, wirklich. Mit Freundlichkeit kommt man oft weiter. Ja, man möge es nicht glauben, aber es ist wirklich so. Servus, Stachelratte. Die erste ist hin, die zweite auch gleich. Perfekt. Her mit dem Zeug. Das nehmen wir auch mit. Moment, da hinten ist eine Höhle. Ist das normal? Ach so, da hat er sein Lager, ne? Ja, ja. Ja, ja, da hat der Gute sein Lager. Das ist ein bisschen unhöflich, wenn ich ihm da jetzt ein bisschen um seine Wertsachen erleichtere. Ah ja, na klar. Ja. Abgebrochen. Ist klar. Wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Und ein Dietrich, jawohl. Ein verloren, ein wiederbekommen, sehr schön.
Ein Pilz, Fläschchen, großer Mana-Trank, ein paar Pfeile und ein paar Goldmünzen. Passt, nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. So, da wächst auch noch was. Einmal Reiselust. So, da haben wir auch noch ein bisschen was. Da oben wächst auch noch was. Ui, ich habe ein Erz gefunden. Wer faucht denn da schon wieder? Ah, das wäre so ein Gorilla-Typ, glaube ich. Da oben. Wenn man da den Weg rauf geht, da ist wieder so ein Kackviech. Hm? Das hat sich gelohnt. Oh, 10 ist auch schon. Ach du Heilige. Dann ist der Part für heute zu, also der Part. Ja, der Part auch für YouTube zu Ende und der Twitch-Abend auch noch obendrein. Passt, dann würde ich sagen. Das passt mir echt, ehrlich gesagt, ganz, ganz gut. Dann kann ich mich jetzt noch ein bisschen schlau machen, wie wir zu diesen namenlosen Gräbern noch kommen, die zwei, die uns fehlen tun. Und, ja, vielleicht werden wir auch mal zum Don zurückgehen und ihn bitten, dass er uns eine bessere Rüstung gibt. Gib auf dich acht. Hast du noch was zum Sagen? Nein. Gut, ich würde sagen, das war ja eigentlich wieder ein wunderbar gelungener Twitch-Abend, also aus meiner Sicht. Ich hatte wieder mal irrsinnig Spaß, ich hoffe ihr auch. Und ja, wir kommen ja immer weiter. Wir kommen immer näher an unser Ziel. Wir haben jetzt schon 2 Kristallscheiben. Das ist ja schon mal was. Und eben, wie gesagt, mit den namenlosen Gräbern werde ich mich jetzt schlau machen, da die Karte mir dabei nicht unbedingt helfen möchte. Zumindest noch nicht. Schauen wir mal. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!